Hallöchen mal wieder aus dem Wetterreich. Ihr seht gerade einen anderen Hintergrund. Das hat den Grund, dass die Babys jetzt in das große 60-Liter-Becken gewandert sind. Mit normaler Einrichtung. Um ein bisschen frische Luft zu schnuppern, sage ich mal. So ein bisschen trüb, weil ich gerade das Wasser gewechselt habe. Aber die Kleinen erkunden schon ihr neues Territorium. Die sind jetzt 9 Wochen alt und ich dachte mir, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Und die sind natürlich alle super fit und jetzt haben sie auch die richtige Größe, um auch zu sehen, wenn irgendwo was los ist. Also wenn ein Tier stirbt oder irgendwas, eine Krankheit ausbricht und so weiter. Die sind jetzt sozusagen aus ihren Clean-Becken raus und erkunden jetzt ihr neues Reich. Und es sind auch noch ein paar Männchen drunter, die sich aber noch nicht, ich sag ja immer, geoutet haben. Ich habe übrigens diesmal die Pumpe extra leiser gemacht, weil es ja Beschwerden gab. Es sind ein paar schöne Mädchen dabei. Das ist zum Beispiel ein Mädchen, sieht man an der Körperform. Und da ist auch ein bisschen Crown Tail zu sehen. Das wundert mich ein bisschen. Aber gut. Und noch ein paar schöne Männchen drunter. Der ist aber noch viel zu klein, um separiert zu werden. Und halt viele Multis mit einer schönen schimmernden Schuppenschicht. Und viele von den Cello-Varianten, meistens Mädchen, glaube ich, wird sich noch zeigen die nächsten Tage. Genau, ihr seht, die sind alle ganz aufgeregt. Manche haben noch Stressstreifen, weil natürlich Wasserwechsel ist immer, bedeutet immer Stress für die Tiere. Genau, und ich werde euch jetzt die ersten männlichen Jungtiere einblenden, die es jetzt sozusagen geschafft haben und die ausziehen dürfen. Sind jetzt futterfest, sind auch schon in ihren SEPA-Becken, also wo normal eingerichtet ist, und erfreuen sich bester Gesundheit. Aktuell nur Abholung in Bremen. Bevor ich sie versende, möchte ich, dass sie wirklich ein bisschen kräftiger sind und nicht so schmächtig, weil die sind wirklich noch klein. Ist immer schwierig zu zeigen. Deswegen blende ich die euch jetzt mal ein und ich wünsche euch viel Spaß beim restlichen Video. Tschüss!